Blanche Dubois, eine verarmte Südstaatenschönheit, musste den Zusammenbruch ihrer einst wohlhabenden Familie erleben. Die Handlung des Balletts setzt am Endpunkt des Dramas an. In ihrer Erinnerung taucht Blanche in die Vergangenheit ein, in die fragile Welt von Belle Reve. Auf ihrer Hochzeitsfeier erscheint ein attraktiver, nervöser junger Mann und küsst den Bräutigam Alan. Ein Schock, ein Schuss und eine Reihe von Tragödien ziehen ihre Familie in den Abgrund. Unfähig, Realität und Illusion voneinander zu trennen, steuert auch Blanche auf eine Konfrontation zu. Auf der Suche nach Zuflucht landet sie bei ihrer jüngeren Schwester Stella in New Orleans. Als sie den schüchternen Mitch kennenlernt, träumt Blanche von einem gemeinsamen Leben mit ihm. Doch Stellas brutaler Ehemann Stanley, den Blanche wegen seiner Grobheit verachtet, bedrängt sie zusehends. Das emotionale Drama, das die Themen Verlust, Liebe und Gewalt aufgreift, katapultierte Tennessee Williams zu Weltruhm und sicherte ihm den Pulitzerpreis. Die Verfilmung von 1951 mit Vivien Leigh und Marlon Brando in den Hauptrollen machte das Stück unsterblich. John Neumeier schuf seine eindrucksvolle Adaption von Endstation Sehnsucht 1983 für das Stuttgarter Ballett. Zum 40. Bühnenjubiläum kehrt das Werk nun zurück auf die große Bühne der Hamburgischen Staatsoper. Neumeier entführt das Publikum in ein traumhaftes Amerika. Von der eleganten Südstaatengesellschaft zur pulsierenden Einwanderermetropole New Orleans. Auf der Bühne treffen fließende, schimmernde Gewänder der Aristokratie auf sportliche Outfits und glitzernde Kostüme. Für Neumeier selbst ist das Ballett hart, schockierend und tief traurig. Und doch fängt es auch die betörende Nostalgie und den Glanz dieser Zeit ein. Endstation Sehnsucht zählt zu den bedeutendsten Stücken der amerikanischen Literatur. Für seine Adaption hat John Neumeier vor Ort in New Orleans recherchiert und die Essenz von Williams' Werk erfasst, um es in eine bewegende tänzerische Erzählung zu verwandeln. Das Ergebnis ist eine ebenso persönliche wie universell gültige Art, Erinnerungen und Gefühle in Bewegung auszudrücken. Tennessee Williams bezeichnete seine besondere Art, Dramen zu entwerfen, als Spiel der Erinnerungen. In seiner Ballettadaption greift John Neumeier dieses Spiel auf und entwickelt es weiter. Das Ambiente und die Problematik der amerikanischen Südstaaten sind besonders und faszinierend, bilden aber zugleich den Rahmen für zeitlose und universelle Themen: Einsamkeit, Angst vor dem Tod und Zugehörigkeit.